Hallihallo Freunde und willkommen zurück in der Metro und zwar im Jahr 2033. Wir wurden in der letzten Folge von zwei Rangern gerettet. Doch leider starb einer der beiden, Pavel, beim Versuch, uns zur schwarzen Station zu bringen. Wir haben das Depot durchquert, also dort, wo die ganzen Züge stehen, und sind einer riesigen Horde Norsalis und anderer Wesen begegnet, die uns auch zugleich angegriffen haben. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt und ob wir es schaffen, mal sehen. Das welche von mir. Ein Mensch? Aber wie? Komm her, schnell! Hey! Alles klar bei euch? Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auf. Ach. Ich will nochmal zurück zu den Norsalis. Ach, da liegen ja ein paar. Das! Also das Design ist klasse. Wie viele sind es? Nicht 20? Genug. Nein, sag lieber nichts. Wir sind alle erledigt. Geh und sprich mit dem Hauptmann. Bist du der Hauptmann? Nein. Wieso frage ich euch? Der Hauptmann ist da hinter der Deckung. Machst. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Ich wollte aufs Klo und hab mich verirrt. Der Weg ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, habt ihr ein schweres MG? Wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten auf. Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir. Ich kenne keinen in der Station. Mir ist das egal. Ah, toll. Wieder eine Verteidigungsmission. Was? Was war das gerade? Was ist denn das? Scheiße, kein Licht mehr. Das sind keine Norsalis. Leute, ich hab gerade Gänsehaut, das sind die Schwarzen. Scheiße. Freund. So ein schöner Tag heute. Gar nicht langweilig. Du gefällst mir. Verdammt, verdammt, verdammt! Scheiße. Leute, wir haben es hier nicht mit Norsalis zu tun, sondern mit dem Schwarzen. Wir sind alle erledigt. Und jeder Menge Norsalis. Auf einen Heldentod, meine Kameraden. Was? Was sind das? Das sind das mutierte Fledermäuse. Aus wie so übergroßer Truthahn. Aber wenigstens sterben die auch genauso schnell wie Truthähne. Nein! Und ich tue das weh. Haltet die Stellung, Leute, haltet die Stellung!
Alter! Keiner weicht zurück. Hinter dir! Alter! Nein, 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 nein! Vergiss es! Ich sterbe nicht so leicht. Ich habe diese ganze Scheiße nicht überlebt, wenn man irgendeiner gottverlassenen Station zu sterben, die ich nicht mal kenne. Dafür bin ich nicht hier. Oh Gott, was kommt jetzt wieder? Wieder die Oh Gott, diese verdammten Schwarzen. Verdammt. Oh, verdammt. Scheiße nochmal. Leute, wir haben verdammt hart gekämpft. Scheiße. Die Leute in der Station, verdammt. Ist so ruhig. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Polis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontakt und die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Was machst du jetzt? Wir warten, bis die Mutanten dich. Okay. Ich gehe. Reiß noch ein paar Stück mit. Stirb stolz, mein Bruder. Schwarzen. Wollen die unsere ganze Art auslöschen? Das ist kein Krieg gegen eine Station, das ist ein Krieg gegen die Menschheit. Das wäre auch zu schön gewesen. Okay. Irgendwas ist hier. Verdammt. Wow. Komm. Das ist einer ihrer Löcher.
Leib tot. Ich frage mich, ob ich mich da auch hätte durchschleichen können. Okay, weg hier. Au! Komm schon. Mich da auch durchschleichen können, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre. Hoffentlich konnten wenigstens einige fliehen. Bücher. Ja, Bücher halten eher als digitales Zeug. Also wie es aussieht, muss ich da hinten lang. Okay, das klingt nach irgendetwas, was mir nicht gefällt. Und zwar sehr viel davon. Ah! Noch ein Bruder? Wow. Komm schon. Ich habe noch jede Menge Munition für euch. Okay, weg hier. Lauf! Upsa! Oh, verdammt. Ah, gut, die kommen da nicht durch. Aber wenigstens etwas. Die kommen da nicht durch, am Arsch. Weg hier! Lauf einfach durch! Ah. Bevor ich ersticke, reiße ich euch alle mit. Weg, 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 weg. Das sind Stimmen von... Das sind Kinder. Scheiße, 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 scheiße. Doch, ich muss da rein.
Okay. Ich machte mir Sorgen, dass die Messestation, meine Heimat, das Schicksal der Lochstation teilen würde. Aber mitten in diesem Albtraum traf ich einen jungen Überlebenden, der sehr tapfer und gesprächig war. Naja, tapfer und gesprächig sind wir auch, so ein Zufall aber auch. Aber halt, erst in der nächsten Folge werden wir erfahren, wie es weitergeht. Boah, Leute, das war heftig. Aber ich glaube immer noch, dass die Schwarzen hinter diesem Angriff stecken. Naja, vielleicht finden wir es bald heraus. Aber wenn es wirklich einen jungen Überlebenden gibt, dann werde ich auch alles dran setzen, dass das so bleibt. Okay, Leute, bis dann. Ciao.